herzlich willkommen zu einem neuen Forzathon. Heute wird es wieder mal ein wenig behindert, denn der Wagen in dieser Woche ist der Ford Transit Supersports Fan. Also doch eine etwas leistungsgesteigerte Variante vom Ford Transit, der so langweilig wäre, aber jetzt mit ein bisschen mehr Bums könnte das echt ganz gut werden. Vor allem hat meiner noch ein bisschen mehr Bums als Serie, also der ist, ich denke, er sollte schnell genug sein. So, bewährte Tradition natürlich für 200 Forzathon-Punkte. Oder für Nicht-VIPs immerhin 100 Punkte. Ist aber auch ganz gut eigentlich. So, Kapitel 1 natürlich wie immer geschafft. Express-Lieferservice. Sollte meine auch sein. Mit einer Royal Mail-Lackierung. Für jede Generation des Transits erschafft Ford einen Supervan. Besitze und fahre das neueste Modell, den 2011er Ford Transit Supersports-Van. Ja gut, der neueste ist ja nicht mehr ganz so. Natürlich gibt es schon neuere Transit, aber den neuesten im Spiel und auch den einzigen. Und ist natürlich ein cooles und beliebtes Auto. Ist als Privatperson wahrscheinlich eher nicht, aber so, ich sag mal, als Unternehmer, als Handwerker, sowas. Sowas natürlich zum Transportieren ganz gut. So, ein Van für alle Fälle. Trotz allen Erwartungen und Gewinne, zwei Straßensprintveranstaltungen in deinem Ford Transit SSV. Okay, zwei Sprintrennen soll ich hinkriegen und den Müll rausbringen. In einem Ford Transit SSV kann dir nichts im Wege stehen. Führe 8 Müllmann-Fähigkeiten aus, oh ja. Und noch ein Ford kann ich nur Müllsäcke oder Mülltonnen umfahren. Mustangs kann auch gerne Menschen umfahren, oder was? Ups, Entschuldigung, sorry. Da lassen wir deinem Ford Transit SSW einen bleibenden Eindruck und führe 10 Lackschadenfähigkeiten aus, ja? Das ist wirklich ein bleibender Eindruck. Ob es ein guter Eindruck ist, ist vielleicht eine andere Sache. So, natürlich typisch oder passend für Großbritannien eine Royal Mail-Lackierung. Also ich lebe hier Pakete aus oder Briefe an die Bürgerinnen und Bürger in diesem wunderbaren Lande. Und der ist ein bisschen getunter Wagen. Ich meine, der wäre natürlich so viel zu langsam, ja. Ist ja langweilig. So, ich fahre hier ausnahmsweise mal nicht meine Teststrecke. Die übrigens, falls ihr sie nicht kennt, hier ist die FSK-Teststrecke. Könnt ihr gerne ausprobieren. Bei hier Skyline Reynolds heißt das. Solltet ihr das nicht finden, wenn ihr es nicht schon selber kennt. Könnt ihr gerne fahren, ausprobieren. Mir vielleicht schreiben, welche Zeiten ihr gefahren sind mit den Autos. Falls ihr die Tabelle sucht, müsste in der Beschreibung stehen als erster Link. Da müsste stehen irgendwas Rundenzeiten, FSK Teststrecke, Doppelpunkt und dann auf den Link klicken und dann seht ihr meine Tabelle. Die auch aktuell sein müsste. Aber eigentlich schon. Dann guck mal, der Hobel hier so kann. Natürlich ein sehr praktisches Auto für den Winter. Selbstverständlich ohne Winterreifen. Ja, echt langweilig. Ich dachte mir, Straßenreifen sollten reichen. Bei dem Fahrzeug. Hier noch einen hohen Sandman daneben. Leichenwagen. Der Wagen hat jetzt sogar Heckantrieb, serienmäßig. Das habe ich für sein Van eher ungewöhnlich und ja. Was ich da gerade schon wieder höre, hört sich nicht gut an. Hab's gerade auch gehört, oder? Lambo-Motor ist keine gute Idee. Warum tut man das? Der arme Wagen. So. Grip, kann man das essen? Ich glaube ja. Ich wollte den Wagen jetzt auch nicht zu schnell machen, denn er wird noch mal irgendwann im letzten Teil dran kommen. Bin ich mir sehr sicher. Also als Folge, wo man wieder Scheiße baut oder Würze macht, wieder ein bisschen behinderter als sonst schon ist. Ups. Nö, gibt's hier nicht. Das Rennen ist gerade sehr lang, merke ich. Oder ich bin sehr langsam. Nein. Nicht überholen. Schön breit machen. Das kann der Wagen, denke ich mal, auch ziemlich gut. Den Weg versperren. Und vor allem die Sicht versperren. Weil wenn du halt irgendwie von der Straße oder so einem Auto hinterherfährst, sei es jetzt ein Transit oder auch andere Fabrikate, halt die Sicht ist dann halt ziemlich schwierig. Du siehst halt absolut gar nichts, was vor dir ist. Außer du fährst halt ein noch größeres Auto. Ich glaube, es gibt wenige Autos, wo man über das Auto drüber gucken könnte. Im LKW da schon eher. Das müsste eigentlich gehen. Oh ja, Gott. Ich merke es schon. Der Wagen ist kein Kurvenräuber. Welch ein Wunder.
Das gibt's da wohl nicht. Was aber gewinnen fällt mir, oder? Ich bin gerade mal so ins Gedächtnis. Also nicht so, ich möchte, sondern ich muss gewinnen. Was? Okay, das ist jetzt wieder meine Teststrecke. Also das habe ich ja schon ein paar Erfahrungen mit. Aber nicht im Winter. Ich werde die Strecke auch weiter nicht im Winter fahren, meine Teststrecke. Das werde ich niemals machen. Die Autos werden im Winter testen. Das ist einfach nicht so vorteilhaft. Vor allem nicht mit sehr schnellen Autos. Ich glaube jetzt hier ein S2-Auto, ein Hypercar, im Winter auf der Strecke fahren zu lassen, ist nicht unbedingt die klügste Idee. So, hallo. Oh, was soll das denn? Vor allem der Lambo-Motor drin mit 700 PS. Trotzdem so lahm die Karre? Läuft doch irgendwas falsch. Hallo. Die Post, ich darf durch, weil ich muss durch. Ich muss dringend was ausliefern. Oh, ja. Ja. Jetzt hier etwas schwergängig. Ich glaube, es wird das auch nicht gerade hoch. Ich meine, Luftwiderstandswert ist halt bescheiden. Hat einen CW-Wert von einem Schrankwand. Von einer Schrankwand. Kann man so ungefähr sagen. Ist ein bisschen wie eine G-Klasse. Hat zwar Power, aber aerodynamisch halt wie eine Schrankwand. Hat auch keinen großen Unterschied mehr. So, da Rennen Numero 1 gewonnen. Was hoffentlich gezählt hat. Ich meine, jetzt war diesmal bei der Übersetzung oder bei an sich bei den Texten kein Fehler drin. Also alles so, wie es auch da stand. Also zwei Straßen Sprintveranstaltungen sind. Das heißt, hellblaue Sprintrennen. Wenn ich jetzt nicht ganz dämlich bin. Ich werde gleich sowieso nochmal nachgucken. Ob ich dann auch richtig lag. Und ich wieder irgendwas falsch gemacht habe. Das natürlich auch mal vorkommen kann. Durch Fehler, von denen ich nichts weiß. Ich habe diesmal vorher geguckt. Eigentlich müssten da keine Fehler drin sein. Das müsste auch gezählt haben. Ein ganz normales Rennen. Ja, es hat gezählt. Gut, dann nochmal ein Sprintrennen und gerne nochmal gewinnen. Auch gerne im ersten Anlauf. Was war denn hier noch Schönes? Nehmen wir mal das hier. Ist doch eine schöne Strecke. Wenn wir den See so ein bisschen rumfahren. Es ist wieder dunkel. Aber meine Post fährt auch nachts. Oder ich als Postbote. So, wir machen... Mach mal nur den Ford. Erlaube ich mal, mehr nicht. Ferrari. So, wo haben wir ihn denn? Ich habe die Ford-Seite schon, wusste ich gar nicht. So. Ja. Also jetzt darf hier nur Ford Transit mitfahren. Haben wir noch mehr? Ne, okay. Na ja, eine Route. Hätte sein können mit der Reiter, das passt soweit. Schneefall, na, mach jetzt mal nicht an. Jetzt wird's mal fair. Muss nur Transits mitfahren. Oder von unserer Gruppe Liebe Vögel Natt Transe. Auch ganz hinter der Kierung. Der Wagen ist auch ein bisschen umgebaut. Also der hat eigentlich noch so ein paar, so ein Bodykit, was man hier links sieht bei dem Transit. Oder auch der rechts von mir. Man kann aber auch Schürzen ranbauen, damit er wieder etwas ziviler aussieht. Quasi wie der normale Transit, halt so eine Plastikstange. Das ist auch noch nicht unlackiert. Der Wagen ein wenig so zum Sleeper wird. Dann denkst du, oh, da haben wir den Transit, der kann nichts. Aber doch, der kann doch was. So, der ist schon schnell. Wir reden hier von einer 1,8 Tonnen Schrankbahn. Dafür ist das schon ziemlich schnell. Das ist eh schneller als mein Corsa. Ich hab so gefühlt, passt mein Corsa auch hinten auf die Ladefläche.
zwei Corsa hinten reinmachen. Das ist doch mal eine coole Idee, oder? Gucken, ob da hinten noch ein Auto reinpasst. Wenn so ein Zwang ist, da doch bestimmt rein, oder? Rein. Länge auf jeden Fall. Ich glaube, höchstens würde so was von der Breite, weil Höhe reicht auf jeden Fall, glaube ich. Und Länge sowieso. Und halt wegen der Breite vielleicht. Aber eigentlich ein Smart ist halt ein Smart. Ein Smart ist halt kein Panzer. Und das ist eher wie ein Einkaufswagen. Jo, erstmal alles umfahren. So muss das. So, gut, und das ist ganz rum. So wird das auch so wieder nach so 3,5 bis 4 Minuten gehen, schätze ich mal. Ist halt C-Klasse jetzt, also sollte man keine Höchstgeschwindigkeiten erwarten. Vor allem nicht von einer Schrankwand. Das ist jetzt ein neuer Spitzname für dieses Auto. Das ist einfach die Schrankwand. Oder die hässliche Schrankwand. Die schönere Schrankwand wäre halt eine G-Klasse. Das ist halt auch so aerodynamisch eine Schrankwand. Ganz einfach. Deswegen ist eine G-Klasse von Passgut auch so langsam. Leistung wäre ja noch da, aber halt Aerodynamik ist halt verbesserungswürdig. Das mal so zu formulieren. Deutlich verbesserungswürdig. Komm. Ich komme auf jeden Fall ran, habe ich das Gefühl. Ich muss auch rankommen. Das Rennen geht jetzt ja auch nicht mehr so lange. Würde ich schon gerne nochmal überholen. Das sieht aber jetzt ganz gut aus. Ja. Komm her, Schnucki. Vielleicht mal schalten, Minion. Du wirst auch schneller. Ah, hat er mich gehört. Hat aufgeschalten. Ich will auch mal Tipps geben, ne? Ich bin auch nett zu den Leuten. Ich will auch noch das Beste für die. Und für das Auto. Hat sich ja gerade nicht so gut angehört. Bei der hohen Drehzahl. Hört sich der Motor auch nicht so ganz. Wenn man da unten sofort Drehzahl fährt. Am besten noch mit kaltem Motor. Dann wird es richtig viel besser. Kalt Mode erstmal schön bis 5000 Drehungen drehen. Der freut sich auch richtig. Und dann ist die Freude irgendwann auch vorbei. Denn, ja, sagt der Motor: Ciao. Ich bin einmal weg. Okay, Nummer 2 geworden. Sollte auch wieder gezählt haben. Und als nächstes wären dann, glaube ich, die 8 Müllmann-Fähigkeiten dran. Viele Mülltonnen sollten stehen, sich dort befinden, wo es auch viele Häuser gibt. Das wäre logischerweise in einer Ortschaft oder einer Stadt. Die Folge: Ich teleportiere mich nach Edinburgh. Komm, kriegst mal ein Like, Minion. Ich bin ja nicht so. Genau, abgeschlossen. Genau, erst die 8 Müllmann-Fähigkeiten und danach noch 10 Lackschaden-Fähigkeiten. Ich gehe einfach mal. Mach mal hier hin. Ich hab vielleicht einen Schluck auf. Ist nicht so gut. Aber die Folge wird auch wieder ein wenig kürzer, sehe ich gerade. Also meine Aufnahme ist gerade bei gut 16 Minuten. Mülltonnen, wo seid ihr? Jetzt einfach mal in die Richtung. Ah. Ist das eine Mülltonne? Zählt das als Müllmann? Ja, Mülltonne. Zählt, jawohl. Ich bin noch wie ich bin. So, so. Noch eine Mülltonne. Einfach mal hier. Straßenrand lang fahren. Oh, da ist eine. Das war sehr große. Au! Eingeparkt.
Fahr doch mal runter. Nee, ich fahr nicht runter. Ich will nur. Ja, stupsen reicht nicht. Da ist nochmal eine Tonne. Das ist herrlich. Ich sollte so ein Müllwagenfahrer werden. Was haltet ihr dafür? Also, falls mein Beruf nicht mehr läuft, er wird einfach Müllwagenfahrer. Der driftet in den LKW quer um die Kurven. Alter. Wieso kann er mich überhaupt berühren? Das verstehe ich halt nicht. Das muss doch eigentlich für mich durchsichtig sein. Das geht mir nicht auf den Sack, Alter. Ich will doch nur Fame haben. Von meinem YouTube-Mann. Ich will nur Fame haben, der Boy. Abflussbirne. Also noch kurz warten. So. Nächste. Mülltonnen, zwei Bänke, Blitzer, alles umfahren, was es hier gibt. Und hoffentlich keine Menschen. So. Ja, so ist der neue Müllwagenfahrer. Holt sie den Müll ab. Einfach mal die Mülltonnen alle umfahren, dann sind die schon wieder leer. Und liegen auf der Straße verstreut. Ah, gut, den Müllrausbringen geschafft. Also noch 10 Lackschadenfähigkeiten. Gut, Lackschaden. Unfälle bauen natürlich nichts leichter als das. Da brauche ich am besten eine relativ gerade Strecke. Genau, eine Beinahtreffer ist schon gut. Ja, gut, die Kurvenlage ist natürlich phänomenal. Die Serienfahrwerk, alles Serie. Die Wagen ist immerhin auch ein wenig leichter geworden. So, komm. Dich will ich jetzt mal haben. Doch nicht. Ja gut. Kleiner Lackschaden. Ja. Muss schon mal 2 oder 3 sein. Ja gut. War nicht ganz ein Lackschaden. War eher ein Aufbauunfall. Das war auch schön. Was hat nicht gezählt als Lackschaden? Was ist hier? So. Wunderbar. Übrigens ist es auch hier 160 die Richtgeschwindigkeit in der Orts. Weiß noch keiner. Das gilt auch pro Tonne an Fahrzeuggewicht. Denn mein Wagen ja sehr massiv, 2 Tonnen wiegt. Und dennoch multipliziert mit der Anzahl der Achsen. Also der Wagen wiegt Serie sogar 2 Tonnen. Wir machen also 60 mal 2 sind 120. Und ich habe halt 2 Achsen. Mache dann also dürftig in der Stadt 240 fahren. Ich fahre nur 160, ist halt den Kindern zuliebe. Dass ich die nicht überfahre. Ich bin doch kein Unmensch. Hier ist kein Verkehr. Hallo Autos, wo seid ihr? Kommt, dich hole ich mir. Ups. Ich glaube sogar, der Mini könnte bei mir hinten reinpassen. In die Ladefläche. Oder? Müsste eigentlich. So, Fabian, leicht streifen. Nicht gleich, ne? Achso, ja gut. Ist, Rise and Life Sitzung, stimmt ja. Da war ja was. Aber ist halt normal. So, Fabian, streifen. Ey! Muss früher lenken. Nein, so nicht, Fabian. So, nächster Versuch. Ein paar hast du noch. Ja gut, das war Lackschaden, aber ja, würde ich eher als richtigen Unfall zählen lassen. Nicht nur so ein kleiner Lackschaden. Ach, sieht doch noch halbwegs gut aus, der Wagen. Das geht auch noch. Ups, das war Frontal Crash. Das war ein BMW, das musste ich machen. Ich habe nur Schlimmeres verhindert. Unfallprävention nennt man das. Das nennt man Beinahtreffer, nicht Lackschaden, Fabian. So, ein paar Autos gerne.
Gerade jetzt, wenn man gerne mal Autos hätte, obwohl geschafft, ist natürlich keiner unterwegs. Weil man gerade keine Autos braucht, wenn man schnell fahren will, sind natürlich 1000 Autos auf der Straße. Und der mich einfach so ab. Läuft bei ihm. Achso, genau hier wollte ich hin. Denn die Frau bekommt jetzt einen Brief von mir, die hier wohnt. Wo soll ich denn hier parken? So. Ich denke, hier stehe ich gut, oder? Dann gehe ich erstmal die Post ausliefern. Ja, ich bin heute behindert, ich weiß. Kann sein, dass ich heute mal ein bisschen nerve. Aber sei nicht wie immer. Aber ich bin gut drauf. Ich hoffe nicht auch. Und ist auch schon geschafft. Jetzt keine großartige Kunst. Nochmal 110.000 gewinnen, nice. Also habe ich die Kosten fürs Tuning wieder reingeholt. Der Wagen habe ich, glaube ich, sowieso gewonnen. Dann nur ein bisschen Tuning, war aber nicht so teuer. Also nur einen, nur Gewinn gemacht quasi. Jetzt hätte ich 345 Punkte, aber ich will auf das gute Stück hier warten. Auf den Type D. Will ich noch ein paar Forts oder Lives machen, vielleicht noch die täglichen Aufgaben, dann sollte ich den mir bald kaufen. Den habe ich jetzt zum Glück schon GT3, aber ist auch ein Schmuckstück. Ja, das war's schon. War eigentlich ziemlich einfach, ist keine große Sache. Gibt relativ viele Punkte in relativ kurzer Zeit. Ja, dann würde ich sagen, war's das für heute. Also, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss!